Hallo und schön, dass du da bist. Wenn du eine WordPress-Website hast, dann ist es total entscheidend, dass die E-Mails, die von deiner Website ausgelöst werden, auch bei dir ankommen. Beispielsweise, du hast ein Kontaktformular, jemand trägt sich ein. Oder du hast einen Shop und es geht eine Bestellbestätigung raus. Oder auch, du willst dein Passwort zurücksetzen, weil du es vergessen hast. Oder auch ganz wichtig, es gibt ein technisches Problem mit deiner Website, zum Beispiel nach Plugin-Updates, und es geht eine E-Mail an dich raus, womit du dich in den abgesicherten Modus weiterhin einloggen kannst und deine technischen Probleme lösen kannst. Leider ist das grundlegende E-Mail-System in WordPress sehr unzuverlässig. Das heißt, ganz viele E-Mails kommen oft nicht an oder landen im Spam-Filter. Und das ist fatal und deshalb brauchen wir eine bessere Lösung. Und die bessere Lösung besteht darin, dass man die E-Mails ganz normal über den Hoster laufen lässt, also über deinen E-Mail-Account beim Hoster. Und wir schauen uns jetzt an, wie wir das Ganze so realisieren, dass das funktioniert mit Hilfe von einem Plugin. Ich gehe Schritt für Schritt durch und wenn du das noch nicht eingerichtet hast, dann empfehle ich dir sehr, das genau so umzusetzen, wie ich es dir jetzt zeige. So, wir richten jetzt gemeinsam das Ganze so ein, dass die E-Mails über den Hoster mit SMTP laufen. Und dafür brauchen wir ein entsprechendes Plugin. Und dazu gehen wir auf Plugins, installieren und geben dann einfach ein Fluent SMTP. Und dann kommt interessanterweise erstmal dieses bekannteste Plugin, was es dafür gibt, WP Mail SMTP. Dieses Plugin ist zwar sehr bekannt, aber bei weitem nicht das Beste. Da gibt es eine sehr teure Premium-Version, die man auch sinnvollerweise braucht und die kostet einen Haufen Geld. Und dieses Fluent SMTP, was ich euch hier empfehle, das ist komplett kostenfrei und kann mindestens so viel wie die Premium-Version von WP Mail SMTP. Da steht ein großartiges Unternehmen dahinter, hat sehr erfolgreiche Produkte und bietet das netterweise eben kostenfrei an, diese Funktionalität. Und das installieren wir jetzt. Und dann aktivieren wir es und dann können wir das Ganze einrichten. So, jetzt müssen wir das Plugin einrichten und konfigurieren. Wir gehen auf Einstellungen und dann auf Fluent SMTP. Und hier wählen wir Other SMTP raus. Das bedeutet, wir wollen über unseren eigenen Hoster versenden. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Daten von unserem Hoster. Dazu gehen wir halt da rein und können jetzt das Ganze hier entsprechend ausfüllen. Also es geht bei mir jetzt von hallo-mach-das.de. Dann gebe ich hier meinen Namen ein. Dann den Host, also den Ein- und Ausgangsserver. Auch den braucht ihr eben dann. So wie wenn ihr eben in Outlook oder Thunderbird das Ganze einrichtet. Hier wähle ich jetzt SSL-Verschlüsselung und den SMTP-Port 465. Steht hier auch dran. Select SSL on Port 465. Ja, jetzt brauche ich nur noch meinen Username. Das ist jetzt in dem Fall, kann ich da einfach die E-Mail-Adresse eintragen und noch mein Passwort. So, dann gehe ich auf Save Connection Settings, dann lädt das Ganze und dann steht dran Settings saved successfully. Jetzt testen wir, ob alles wirklich funktioniert. Dazu gehen wir einfach auf E-Mail-Test und sagen dann, wir versenden jetzt eine E-Mail von Hallo mach das an mb@yaeffect. Das ist jetzt meine Haupt-E-Mail, einfach, dass ich sehe, dass das Ganze funktioniert. Dann sende ich eine Test-E-Mail. Dann steht hier auch schon, Test-E-Mail has been successfully sent. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Da kommt eine E-Mail einfach von Fluent SMTP. Congratulations, Test-E-Mail was sent successfully. Also alles hat bestens funktioniert. Wie man hier sieht,
Die Absenderadresse lautet eben so, wie ich sie eingestellt habe, hallo-mach-das.de, und geht jetzt an diese E-Mail-Adresse. Also alles prima eingerichtet. Jetzt das Schöne ist auch noch, dass man hier noch E-Mail-Logs hat. Das heißt, ihr seht, welche E-Mails sind eigentlich rausgegangen über die WordPress-Website. Ist auch super cool, dass ihr einfach wisst, hier diese E-Mails sind rausgegangen und könnt dann auch sehen, wenn was eben nicht funktioniert hat, dann ist es hier rot und ihr seht es sofort und könnt dann entsprechend das Ganze reparieren. Vorsicht, wenn ihr jetzt bei eurem Hoster euer Passwort zum Beispiel ändert für eure E-Mail, dann müsst ihr das natürlich hier auch machen. Das darf man nicht vergessen. Natürlich, wenn ihr das hier ändert, dann müsst ihr es ja auch in Thunderbird oder Outlook oder in eurem anderen E-Mail-Programm entsprechend wieder abändern. Und das Gleiche gilt eben auch hier. So, das war's auch schon. Jetzt laufen die E-Mails zuverlässig und solide über euren Hoster. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Einrichtung und wir sehen uns wieder im nächsten Video.